Kollegin Barbara Lanzinger, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperiode, die ja jetzt bald zu Ende geht, steht, und ich zitiere da jetzt mal, das sind die Leitlinien, die die Regierungsfraktionen damals vorgaben: Der Abbau von unnötiger Bürokratie stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen. Wir wollen Wirtschaft und Bürger weiter spürbar von unnötiger Bürokratie entlasten. Gesetze müssen einfach, verständlich und zielgenau ausgestaltet werden, sofern wir sie denn überhaupt brauchen, damit Bürokratielasten vermieden und so gering wie möglich gehalten werden. Und ich füge hinzu, halte Maß und bedenke das Ende. Und genau das macht unsere Koalition nämlich aus, dass wir schon überlegen, brauchen wir tatsächlich noch mehr Gesetze? Wir reden jeden Tag darüber, wie viele unnötige Gesetze wir haben. Und wenn ich mir die ganzen Diskussionen hier im Bundestag anschaue, dann haben wir ständig Gesetze, die oftmals unsere Bürger belasten, verwalten, und der Bürger hat gar nicht mehr die Möglichkeit, selbst entscheiden zu können. Und in diesem Fall wollen wir wieder ein Mehr angesetzen. Und bei diesem Gesetzentwurf, ich sage Ihnen ganz klar, wir haben uns dann verständigt mit dem Kollegen Held von der SPD als Koalitionsvertrag und haben den Gesetzentwurf ernsthaft geprüft mit uns als Union. Wir hatten ernsthaft überlegt, diesen Gesetzentwurf gar nicht durchgehen zu lassen. Ich bin immer ehrlich. Soweit müssen Sie mich kennen. Wir haben gemeinsam uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was schaffen wir, was bekommen wir hin? Und dafür bedanke ich mich. Das war nicht einfach, das stimmt, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Und das Ergebnis dieser langen und auch intensiven Verhandlungen ist jetzt ein ausgewogenes Gesetz. Sie haben es richtig gesagt, Kollegin Grote-Lüschen auch. Wir haben Maß gehalten und das Ende bedacht. Und ich sage jetzt auch eines, die Anhörung war nicht so eindeutig, wie Sie das geschildert haben, sondern die war schon sehr zweigeteilt, eher das Gegenteil. Wir sorgen für Verbraucherschutz, wir schränken die Gewerbefreiheit nicht unnötig ein. Ich wiederhole es jetzt nochmal, die Verwalter brauchen künftig eine Gewerbeerlaubnis. Für Makler gibt es sie bereits, es wurde schon gesagt. Die Erlaubnisvoraussetzungen sind Zuverlässigkeit und geordnete Vermögensverhältnisse. Die Verwalter müssen diese Berufshaftpflichtversicherung abschließen, damit auch gewährleistet ist, dass Verbraucher im Schadensfall zu ihrem Geld kommen. Wir führen diese regelmäßige Fortbildungspflicht ein für Verwalter und Makler. Und wer den Nachweis nicht erbringt, kann mit einem Bußgeld belegt werden. Wer eine solide Aus- und Weiterbildung hat, nämlich zum staatlich anerkannten Immobilienkaufmann und Immobilienfachwirt, muss erst 3 Jahre später mit der Fortbildung beginnen. Ich halte das für richtig. Wichtig ist uns bei all dem, wir setzen auf den mündigen Verbraucher. Das heißt, Wohnungseigentümer oder Maklerkunden sollten selbst darauf achten, dass Verwalter oder Makler qualifiziert sind. Schließlich geht es dabei um ihre Interessen. Aber nur der, der ausreichend informiert ist, kann auch tatsächlich dann richtig entscheiden. Und deshalb setzen wir eine Verbraucherinformationspflicht ein. Von vielen Vertretern wurde dieser Sachkundenachweis gefordert. Ein solcher Eingriff muss gerechtfertigt sein. Da können Sie jetzt auch lachen. Wir haben ganz klar gesagt, wenn Missstände benannt werden, diese wurden nicht benannt. Deshalb haben wir auch darauf verzichtet und haben es so gelöst, wie wir es gelöst haben. Und es wäre eine Grundvoraussetzung, um diese Notwendigkeit der Regulierung auch zu machen, um auch verfassungsrechtlich die Rechtfertigung zu beurteilen, zumal die geplanten Regelungen insbesondere kleine und mittelständische Immobilienverwaltungen und Makler belastet hätten. Und das hat sich aus den Stellungnahmen der Experten eben nicht ergeben, dass es diese vielen Missstände gibt. Zumindest wurden uns keine Zahlen dazu genannt. Es gab auch noch weitere Argumente gegen den Sachkundenachweis. Die viel diskutierte Alten-Hasen-Regelung, bei der Verwalter und Makler, die schon länger im Markt sind, wo behauptet wurde, wir haben Altlasten,
Die hätten dann keinen Nachweis erbringen müssen. Also damit hätte sich zwar der Erfüllungsaufwand der Wirtschaft reduziert, aber überzeugt hätte mich diese Regelung nicht, und zwar deshalb, wenn nämlich die behaupteten Missstände vom Versagen unqualifizierter Altverwalter herführen, ist nicht einzusehen, warum gerade Sie dann keinen Sachkundenachweis machen sollen. Es war auch deshalb sachgerecht, den Sachkundenachweis nicht einzuführen, eben aus diesem Grund. Und ich denke, bei allen Diskussionen, die geführt wurden, bei allen Forderungen, die gebracht wurden, müssten wir dann eigentlich insgesamt überlegen, und das könnte sich ja dann der neue Bundestag vielleicht überlegen, nicht über den Sachkundenachweis zu reden, sondern tatsächlich dann zu sagen, gleich mit der Ausbildung zum Immobilienkaufmann und zur Immobilienkauffrau, dann haben Sie nämlich genau diese ganzen Punkte, die Sie fordern, Energie und so weiter, was drin sein soll, weil dieser Sachkundenachweis, den Sie fordern, das ist so ein eierlegender Sachkundenachweis. Der bringt Ihnen gar nichts, weil wenn Sie einmal den Sachkundenachweis machen, dann haben Sie auch nicht die beständige Fortbildung. Sie, dann machen Sie es gleich einen gescheiten Beruf, dann haben Sie das, was Sie eigentlich wollen. Ich fasse zusammen: Mit dem vorliegenden Gesetz ist dem Verbraucherschutz ausreichend Rechnung getragen. Wir setzen auf den mündigen Verbraucher. Uns ist es hoffentlich gelungen, nicht ein zu viel an Bürokratie zu erzeugen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und danke für die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet und wir kommen